Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zum Posting und den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Das National News Bureau of Thailand meldet heute am 29. April 2021 1871 neu gemeldete Fälle. Und insgesamt haben jetzt die erste oder auch schon die zweite Impfdose 1.344.646 Menschen erhalten. Und ich habe hier einen Artikel von derverlangen.com. Bangkok beschleunigt Covid-19-Tests. Bangkok, die Stadtverwaltung BMA, hat die Zahl der proaktiven Covid-19-Tests in der gesamten Hauptstadt erhöht, um infizierte Menschen zu finden und ins Krankenhaus zu bringen. Die 50 Bezirksämter wurden angewiesen, ihr Gebiet nach Covid-positiven Bewohnern zu untersuchen und sie dem Strategy and Evolution Department zu melden. Zitat: Die Behörde wird die Berichte zweimal täglich um 9 Uhr und 14 Uhr an das Erwan Emergency Health Service Center übermitteln, erläuterte BMA-Staatssekretär Silapasuay. Das Erwan Emergency Health Service Center wird sich mit den Menschen in Verbindung setzen, um das Risiko einer Übertragung von Covid-19 einzuschätzen, bevor es Beamte einsetzt, die die Patienten in Krankenhäuser oder Feldlazarette bringen. Bangkok bestätigte am Mittwoch 830 neue Covid-19-Fälle. Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet: Lokaler AstraZeneca-Impfstoff bis Juni fertig. Bangkok, der Plan von AstraZeneca, seinen Covid-19-Impfstoff in Thailand herzustellen, hat erhebliche Fortschritte gemacht und die erste Charge von Impfstoffen wird bis Juni an die Regierung geliefert werden können, berichtet die Bangkok Post. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet, wie gesagt. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und derverlangen.com berichtet auch noch: Thais fliehen vor Luftangriffen an der Grenze zu Myanmar. Mae Hong Son, etwa 250 Thais sind aus dem Grenzgebiet in der Provinz Mae Hong Son geflohen, nachdem das Militär Myanmars Luftangriffe gegen ethnische Dorfbewohner gestartet hatte, teilte das thailändische Außenministerium am Mittwoch mit. Und ich überspringe kurz einen Teil. Die 250 Thais aus Mae Samlep wurden in eine sichere Zone nach Huai Kong Kat gebracht. Der Artikel geht auch noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem kleinen News-Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.